Das ist halt ein bisschen Feingetüftel hier. So, und dann haben wir nämlich wieder Platz und dann können wir nochmal so einen Interessenständer dazwischen bauen. Einfach auch, damit die nicht so weit laufen müssen. Ne? Ihr kennt das doch. Ein Hundebild an die Wand. Alles klar. So, dann haben wir die Ecke schön. Hier muss noch ein Bild dran. Oh. Alles klar. Top, möchte ich sagen. Top. Die Ecke ist auch super. Hier noch ein paar Bilderchen dran. Und hier könnte jetzt ja eventuell, ne, eventuell noch eine Bank reinpassen. Passt hier noch eine Bank rein? Ehrlich. So. Das heißt, gut, hier ist natürlich noch ein bisschen blöd, weil hier fehlen noch mindestens, ja, eigentlich fehlen hier zwei Räume. Wir machen wieder unsere Platzhalter für schön. Und hier können wir, wenn wir wollten, was haben wir denn? Sowas hier. Sowas. Sowas. Das lassen wir mal frei. Und dann können die Leute hier drauf gucken und dann für sich feststellen, welche Krankheit sie haben. Dafür ist das ja gedacht. Alles klar. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. So, du wirst Allgemeinmediziner. Da fiel mir ein, wir hatten doch hier jemanden, ne? Erinnert euch noch dunkel? Wer von euch? Ja, ich habe hier schon wieder einen Blitzen sehen, aber das ist immer so kurz und bei so viel Bewegung. Ja, ne? Hier? Hm. Ein Krankenpfleger wird ins Spritzenhaus gebeten. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, um Ihre Haare zu waschen, möchten wir von nur ein Sie bitten, unser Shampoo in Erwägung zu ziehen. So, hier ist noch irgendwo einer, oder? Es reinigt Ihre Haare, aber es verändert nicht Ihr Leben. Das ist Radio Two Point. Na? Nee, ne? Wird ihr gerade jemand? Doch, hier ist irgendwo einer. Hier sind zu viele Geräusche, das ist schlimm, ehrlich.
meine, solange die... Verdammt, wer ist es denn? Sie nicht, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob der Ton sauber dargestellt wird, weil ich höre hier ein und ich höre auf der anderen Seite ein. Da ist er. Tschüss. Ich habe mich aber gerade auf sie hier konzentriert. Geh mal weg hier. So, komm, hau ab. Ich höre niemanden. Komm, geh rein, du bist gleich tot. Das Krankenhaus bekommt langsam schlechten Ruf. Naja, aber nur langsam. Nur sehr langsam. So. Ja, die hier machen so komische Geräusche. Wenigstens konnten wir sie heilen. Alles klar. Komm, wo wir nochmal da sind, gucken wir nochmal eben drüber, ob wir hier noch ein Geräusch haben. War es der Opa? Ja, ne? Medical Solutions bietet ab sofort in allen Krankenhäusern eine wundervolle neue Dienstleistung an. Patienten, die ans Bett gefesselt sind, können sich jetzt ihr Lieblingsessen aus jeder Ecke der Welt per Drohne einfliegen lassen. Das nenne ich mal bequem. So. Ja, da haben wir ja schon mal ein paar... ist immer noch einer. Aber wo? Ist manchmal wie die Suche der Nadel, ne? Die berühmte. Ja, der läuft hier rum. Aber warte mal. Vielleicht können wir ihn lotsen. Wo ist er? Verdammt. Ich gucke oben und unten und in dem Moment, wo ich auf einer falschen Stelle war, kam das Geräusch. Hier ist irgendwo einer. Ich würde ja behaupten, die oben. Ja. Ja. Oder es sind schon wieder zwei. Du. Also, wie gesagt, das mit den Aliens... Eine kurze Zeit lang ist das witzig, aber wenn du so viele hast und ich so konzentrieren muss da drauf, dann macht das keinen Spaß mehr, weil ich kann dabei ja auch nicht quatschen. Ich muss ja die Fresse halten, damit ich was höre. Mich verflucht konzentrieren. So, okay. Jetzt aber mal. Ja, warum machst du nicht einfach Pause? Wieder in Pause. Du hast doch alles hier, oder nicht? Instandhaltung der Apotheke. So, guck mal. Da
Kannst dir was zu essen holen, was zu trinken. Genau, jetzt gehst du schnell aufs Klöchen. Die sind ja auch da, ausreichend, genug, sauber. Ja, das war wieder ein Toter. Umgebung ist schön, sauber. Temperatur ist ein bisschen warm. Aber hier schon wieder angenehm. Ihr seid live auf Sendung mit Ricky Hawthorne. Also eigentlich bin ich derjenige, der auf Sendung ist. Ihr hört nur zu. Er hat sich nicht die Pfoten gewaschen, die Sau. Möchte Beförderung. Ja, 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 ja. Wer will die nicht? Guck, jetzt hat er Spaß. Ja. Also. So, du Beförderung. Wo ist denn mein Mauszeiger da? Wir befördern mal wieder alles eben durch hier. Weiterbildung benötigt. Du bist Heiler, ne? Behandlungskompetenz. So, dann wirst du Heiler 2. Wir haben genug, die Heilung 2 haben. Ja, du jetzt vielleicht nicht. Mach du das mal. Genau. Du bist Ärztin. Hier, mach du das mal. So, du kannst Heilung 2 gebrauchen, du kannst Heilung 2 gebrauchen, du kannst, jetzt mach das aber auch mal. Du und du. Genau. So, dann haben wir schon mal Heilung. Ne? Wir gucken mal, wo es voll läuft, aber aktuell... Ah, merkt er? Verarschen mich, oder? Das ist ein Gebäude, was aus drei Teilen zusammensetzen. Und ich baue mir hier schön ein, weißt du? Also wir brauchen noch ein OP. Ja, ja. Allgemeinmedizin. So, weiterbilden. Allgemeinmedizin 1. Da haben wir bestimmt einen Ausbilder für. Und du. Zack. Ja, lass er abhauen, die Leute. Einen guten Chirurgen. Kann man immer gebrauchen, ne? Den brauchen wir jetzt. So, du wirst Chirurg. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Aber das, alles klar. Dann haben wir dich als Chirurg. Und Chirurg hat Türkis, ne? Also diese... Dieser 1. Januar, ne, der geht mir richtig auf den Pickel, ehrlich. Du, meine Fresse, ist das unsinnig. Ach, echt? Haben wir was nicht erreicht? Oh, keine Todesfälle. Wie konnten wir den denn nicht erreichen? Das ist mir jetzt aber ein Rätsel. Opfer eines Telefonstreichs geworden, der uns anhielt, vor diebischen Waschbären zu warnen. Ja, besser ist das. Ich nicht lache. Diese Tierchen sehen vielleicht wie Zeichentrickbanditen aus, aber wir leben doch hier in der echten Welt. So, dann hätten wir 3 Chirurgen. Instandhaltungsdurchsage. Bei den Krankenpflegern eine. Ja, ich weiß, wir können Updates machen. Machen wir ja auch gleich. Will mehr Geld? Nee. Arbeit für ein Apfel und ein Ei. Alles klar, komm mal her. Oh, du, habe ich dich? Chris Blassblau und du wirst im OP arbeiten. So,
So, du müsstest einmal bitte Behandlung bekommen, weil OP, Schwester hat ja nur Behandlung und im OP wird ja nur operiert. So, kurz starten. Jetzt gucken wir mal eben, hier war ja noch eine, die hoffentlich... Ja, sehr gut. Denn auch du wirst OP-Schwester. Und dann haben wir 3 Chirurgen, 3 OP-Schwestern. Und Brüder. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Flüssigkeitsbeschleunigers gerufen. Oh. Alles klar. Wie viele Assistenten haben wir denn? Wir haben 3 Assistenten. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Dudes, Chris, Citrus, Gelb. Und haben wir... Ne, wir haben gar keinen Ausbildungsplatz frei. Schade. So, wir haben 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Allgemeinmediziner. Das hier ärgert mich jetzt. Das haben wir jetzt schön und jetzt ist es wieder für die Tonne. Was habe ich gesagt? 12? 3, 5, 7, 9, 12, ja. Wie viele Allgemeinmediziner haben wir denn überhaupt? Wir kommen nicht so ganz hinterher, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, nur einen Chirurg brauchen wir nicht, noch einen Genetiker erstmal nicht. Außer du bist billig. Ein guter Rat von Georg Neiderhammel, der uns das folgende Sprichwort zugesandt hat. Wenn du mal scheiterst, dann sei dankbar für Freunde, denn siehst du sie auch scheitern, geht es dir gleich besser. Hm? Wer recht hat, hat er recht, wisst ihr? Na, ich weiß nicht, ob das die richtige Einstellung ist. Patient, ne? Gut. Das ist natürlich blöd, dass das jetzt schon wieder alles so... Alle wollen jetzt hier hin. Guck dir das mal an. Alle wollen jetzt hier hin. Das ist aber nicht so schön. Und schon hast du, obwohl du es gut gemeint hast und jetzt eigentlich genug Diagnoseeinrichtungen hast, hast du jetzt wieder ein Problem. Fängst du wieder von vorne an und sorgst dafür, dass sowas hier nochmal gespiegelt wird. Irgendwie. Also ich würde jetzt eher hier rüber gehen. Ist wohl das Beste, ne? Oder? Ja, wir müssen unbedingt... wir kommen doch gar nicht hinterher hier. Aber unser Ruf wird besser. Tja. Du bist Stufe 5, ne? Dann komm mal her. Können wir dich hier irgendwo... Patient ist abgenippelt. Ja. Da passt auch noch die Apotheke neben, ne? Apotheke. Pieren, dass wir wenigstens in die Behandlung kommen. So. Ja, das verstehe ich immer nicht, warum. Ne? Ich setze das da hin und dann wahrscheinlich wegen der Fenster, ne? So,
Wir waren aber eigentlich zwei Objekte, die... Stufe 5? Stufe 5.